Die Tour zur Retro Gamescom in Soltau war echt abenteuerlich. War jetzt nicht ganz so weit wie für die Toyplosion. Da bin ich ja mehrere, ja, fast 500 Kilometer gefahren. Soltau liegt ganz gut 100 Kilometer von mir entfernt und ist bekannt durch den Freizeitpark Heidepark Soltau, den ich auch als, ja, eigentlich auch schon früher als Kind, sogar als Jugendlicher besucht habe. Ich muss mal eigentlich mal wieder hin, mittlerweile als Erwachsener das mal wieder erkunden. Aber es ist einige Jahre her und es hat immer wieder Spaß gemacht, den Heidepark zu besuchen. Jedenfalls war ich jetzt zur Retro Gamescom da in Soltau. Die war richtig schön, es gab echt viel zu sehen. Das Schöne an dieser Location, muss ich ganz ehrlich sagen, der Park, das war direkt vor der Tür, man konnte echt einladen, bupp, hat man den Platz gefunden und ja, es war einfach cool. Eine schöne Reithalle war das, recht hoch, dadurch war die Luft eigentlich immer frisch, wenn es auch voll war und ja, was kann man sonst sagen, es war angenehm einfach. Am Anfang war es natürlich beim Aufbau erstmal leer, man wusste nicht, wie sieht es aus, ich wusste ja auch nicht, wie die Location überhaupt ist, wird sie gefunden, denn im Endeffekt ist da, sag ich mal so, keine gezielte Laufkundschaft. Das ist so, wer dahin kam, kam auch gezielt zu dieser Con. Ja, ansonsten muss ich sagen, die Retro Gamescom wurde ja von diesem, vom lieben Bernd veranstaltet. Entschuldigung, wenn ich stottere, ich bin im Nachdenken noch nebenbei, wollte ich gar nicht. Also, der liebe Bernd hat das veranstaltet, den kannte ich bisher nur durch Videos, wie zum Beispiel durch die Video von Redima, von dem Re. Interessanterweise auf der aufgebauten Bühne liefen seine Videos zur Retro Gamescom immer wieder. Also er wird da richtig, ja, gefördert. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja gut, wenn man zeigt, dass die YouTuber auch eben halt über diese Börse berichten. Und ich kann ihn, wie gesagt, auch nur da, denn er hat ja meistens mehr von mir aus gesehen im südlicheren Bereich seine Börsen. Dies ist die erste nördlich gesehenere Börse. Sie wird auch im nächsten Jahr 2024 wieder stattfinden. Hat er mir jedenfalls auch gesagt. Ich habe mich sehr gut mit ihm unterhalten. Wir haben uns auch gut verstanden, denke ich mal. Und es war wirklich sehr gut organisiert. Das muss ich auch sagen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dass ich vorab auch schon wusste, wo ich parken kann, wie ich direkt da aufs Gelände komme. Das ist nicht immer der Fall, wenn man eine Börse besucht. Aus Erfahrung kann ich das wirklich sagen. Gut. Ansonsten waren sehr, sehr viele auch private und auch Händler da. Es war nicht ganz so voll, wie ich so andere Retro-Börsen kenne. Liegt vielleicht auch daran, dass es sehr groß war, ein bisschen breit gefächert. Man hatte also eigentlich sehr viel Platz, auch zwischen den Reihen für die Leute. War aber auch eine ganze Menge zu sehen. Ich hatte Glück, dass ich bei mir so, hinter mir war ein schöner Tresen, da konnte ich Sachen auch noch aufbauen. Ich habe also richtig viel Platz gehabt. Die Tische waren groß, also ich glaube fast 1,50 Meter oder so jeder Tisch. Ich habe zwei Tische gehabt, konnte ich meine ganzen Sachen richtig schön aufbauen. Auch wie gesagt dahinter und ja, ich hatte gehofft natürlich, dass dann auch viele Menschen kommen. Kam in dem Moment aber nicht. Öffnung war um 11 Uhr, von 11 bis 16 Uhr ging diese Veranstaltung. Ich war gegen kurz nach 8 da, ich bin immer so einer, der pünktlich ist und habe aufgebaut. Und ab 10.30 Uhr durften dann so die Early Bird Jäger rein und YouTuber sogar auch, wenn welche darüber berichten wollten, eben halt, dass sie nochmal einen Vorab-Eindruck haben. Jedenfalls war trotzdem bis 10 vor 11 nix fast los. Da sind die Händler untereinander sozusagen von Tisch zu Tisch gegangen und man hat gedacht, ach, kommt da noch was. Ansonsten, wie gesagt, schön aufgebaut. In der Mitte gab es allgemeine Chillflächen, da waren ein paar Brettspiele aufgebaut mit Zauberwürfel, da konnte man sich, konnte man chillen. Dann gab es eine Ecke, wo ein paar Videokonsolen aufgebaut waren, wo man dran spielen konnte. Ich fand cool diesen Mickey Mouse Fernseher, da konnte man das Super Nintendo vorspielen. Fand ich richtig lustig. Habe ich auch meiner Schwester, die große Disney, ja, die Disney-Fan ist, geschickt. Die hat sich auch darüber amüsiert, dass, was es alles gibt. Ja, und dann gab es auch eine Bühne. Die hatte jetzt nicht so viel Sinn eigentlich, weil kaum was gemacht wurde. Der Bernd hat eine kurze Eröffnungsrede gehalten. Und auf der Bühne konnten dann Kinder mit Mario Kart und Yoshi Kart kleine Rennen fahren. Ist auch ganz unterhaltsam gewesen. Davor waren noch mal ein paar Videokonsolen und so weiter, dass man spielen konnte. Also ist für Unterhaltung war gesorgt. Dann war auch noch eine Ausstellung mit alten Videokonsolen da. Da habe ich waren C64 aufgebaut. Ich habe auch, glaube ich, Bilder gemacht davon. Und eine ColecoVision mit
Donkey Kong, war lustig, hätte ich eigentlich mal spielen sollen, weil das ist so ein Spiel meiner Kindheit mit gewesen. Ja, ansonsten waren, wie gesagt, Händler und Privatleute da und ich habe ein bisschen gestöbert und so weiter. Dazu muss ich sagen, die Preise waren von gut bis kurz vor Hardcore eBay. Also es ist so, du musst da wirklich gut gucken. Ansonsten waren wir ganz erstaunt, es wurde ab 11 Uhr brechend voll. Das hätte ich nicht gedacht. Von 11 bis 14:30 war es brechend voll. Dann wurde es weniger, man hat aber noch ein bisschen ja, abgegeben von der eigenen Sammlung, muss ich sagen. Also ich habe schon einiges von meinem Stand verkauft, gebe ich zu. Ich habe einiges von meinen doppelten Sachen verkauft. Das ist natürlich alles, was verkauft wurde. Geht wieder in die Sammlung rein. Ihr seht das durch die Flohmarktfunde oder durch sonstige Käufe. Mein Bruder freute sich natürlich, dass er dann wieder seine Legos und Playmobil, Star Wars Spielzeug kaufen konnte, unter anderem, oder später wieder, was er so ausgetauscht hat. Und neue Games, denn mein Bruder hat natürlich auch zugeschlagen. Und ihr seht gleich, was wir alles gekauft haben. Ein paar schöne Sachen diesmal dabei, auch, dadurch auch ein bisschen Retro-Stuff, was natürlich auch sich gut passt auf diese Retro-Gamescon. Ja, ansonsten, was kann man dazu noch sagen? Es ist sehr abwechslungsreich gewesen. Wir haben viele gute Gespräche geführt. Die Menschen waren nett. Ich habe zum Beispiel den Vierrad, den Retrojäger da gefunden. Falls du mein Video siehst, ich grüße dich herzlich. Wir haben auch super gut geschnackt über PlayStation 1 und über alles Mögliche. Man hatte eben halt so seine Sachen gefunden und jeder hat sozusagen ja gestöbert. Und das Schöne war, wenn man am Anfang ein bisschen gestöbert hat, hat man zwar noch keine Schnäppchen bekommen, weil im Endeffekt jeder Händler wollte natürlich noch nicht zu sehr runtergehen mit Sachen. Neben mir rechts war einer, der hatte auch viele Resident Evil Sachen, auch so alte Figuren und so und auch aufgebaut, also fand ich richtig cool. Waren aber auch in den entsprechenden Preisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon ein bisschen schwierig. Ansonsten, ja, ich will gar nicht mehr so viel sagen. Die Retro Games Con in Soltau war großartig. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hinfahren, weil dafür war genug Publikum da. Will sich natürlich nur zeigen, was habe ich dann abzutreten. Aber andererseits muss ich sagen, ich hatte nicht nur Games mit, ich habe eigentlich ein paar Videokassetten mitgenommen und ich habe auch so ein bisschen allgemein Stuff und auch den bin ich losgeworden. Also in dem Sinne war doch das Interessengebiet sehr, sehr vielseitig. Ja, ansonsten haben wir zugeschlagen ein wenig, von alt bis jung und auch ein paar Überraschungen gehabt. Das war richtig gut. Und ich fange einfach mal an mit einem Deal, den ich gemacht habe. Genau, ich fange an mal mit mir, nicht nur mein Bruder, ich packe auch, wie der Platz ist. Ich bin rumgelaufen und habe dann zufällig geguckt bei einer Händlerin, oder Verkäuferin kann man besser sagen, die hat ihren Privatkram verkauft, die hatte japanische Sachen. Und da bin ich ja so, dass ich immer gerne gucke, wenn ich was Interessantes sehe, nehme ich es natürlich auch gerne mit und so weiter, waren Zelda-Aufkleber aus Japan und so weiter, weil Zelda ist jetzt nicht mein Gebiet. Aber dann lag da auch ein Spiel, was ich schon länger mal überlegt hatte, mir auch zuzulegen aus Japanisch, beziehungsweise bevor ich das zeige, als erstes sah ich für den Wonderswan Color ein Spiel, und zwar dieses One Piece Spiel. Das ist richtig cool, das One Piece Spiel. Ich habe natürlich keinen Wonderswan und selbst wenn ich ihn hätte, könnte ich nicht spielen, das ist ja mit japanischer Sprache. Aber für die Sammlung als One Piece Fan fand ich es klasse. Was ich aber in dem Moment nicht wusste, dass ich das doch schon habe. Sie hatte noch ein zweites, das wusste ich hundertprozentig, dass ich es habe. Hier dachte ich, dass ich es nicht habe. Na gut, hab mich geirrt. Habe es schon, deswegen wird mich das auch, das oder die andere Version, je nachdem welche besser ist, wird mich verlassen. Wieder, ja, muss ich leider sagen. Aber sie wollten nur 5 Euro dafür haben und das war echt fair, denn es gab noch einen anderen japanischen Händler, der wollte dafür so zwischen 30 und 40 Euro haben und das fand ich natürlich dann schon ein bisschen teurer. Somit war ich hier mit 5 Euro richtig gut bedient. Hab da auch richtig cool, ja, hab mich sehr gefreut. Ich habe trotzdem noch 2 andere Sachen da gekauft und dann gebundelt. Aber jedenfalls, das Wompi-Spiel hat sozusagen meine Sammlung bekommen. Hier vorne ist ein ganz leichter Knick. Die sieht man aber nur, wenn man schräg ins Licht guckt und ja, es ist aus Japan direkt, macht das eben halt besonders. Und gerade als One Piece Fan oder so ist das mal was Besonderes. Ja, dann habe ich etwas gefunden, was mich sehr gereizt hat. Auch aus Japan. Ich habe es da liegen gesehen und habe gedacht,
sieht man nicht alle Tage und fand das interessant. Und zwar, ich zeige euch das erstmal, und zwar hier vom Metal Gear Solid 3. Diese wunderbare Substance-Fassung. Das ist auch richtig dick und das ist auch richtig cool. Ist klar, das Spiel ist auf Japanisch, ist identisch mit unserer, ja, auch in Deutschland erhältlichen Fassung. Was ist das Besondere an dieser Edition? Es ist einmal, dass da drei Discs sind, und zwar einmal das ganz normale Spiel auf zwei Discs mit einem ganz einfachen Faltbooklet. Das ist auch schön, macht sich gut. Dann gibt es eine dritte Disc, Existenz. Es kann sein, dass das hier auch als Film zusammengeschnitten ist drauf. Das ist auch sehr beliebt in Japan, das sozusagen durch die, ein bisschen mit Spielszenen gemischt, mit und Zwischensequenzen. Auch hier ein schönes Booklet da drin oder so. Auf jeden Fall haben wir hier die Special Disc Nummer 3 drin. Und dann ist hier ein schönes Buch dabei. Und dieses Buch hat auch ein Comic, Metal Gear Comic. Und ja, ist so ein bisschen Lösungsansatz. Das ist Lösung, Hintergrundbericht, Tipps. Und hier sind auch die alten Metal Gear Spiele drin. Die führt jetzt MSX. Die kann man übrigens auch auf der Edition freischalten und wieder spielen. Hier sind Tipps und Tricks dazu, wie man sich steuert. Also richtig cool. Auch hier nochmal ein zweiter Comic. Richtig klasse. Tipps, wie man eben halt sich verhält, die verschiedenen Waffen. Toller Überblick. Und wie gesagt, das ist in einem sehr guten Zustand, neuwertig. Und ja, wird teuer gehandelt eigentlich schon. Also es geht so, sie wollte 10 Euro dafür haben, dafür habe ich es mitgenommen. Und ich habe nachgeguckt, das geht so für 50 Euro knapp weg. Also ist richtig klasse, für den Preis das zu bekommen. Was sagt ihr? Kommentare, das ist wichtig. Also das habe ich mir gekauft. Hier ein bisschen hinstellen. Ja, und dann habe ich noch etwas gekauft dort. Das lag da, habe mir überlegt, und sie wollte dafür 50 Euro haben. Ich habe das ganze Bundle dann gebundelt, habe 63 bezahlt, anstatt 65, 63. Ist aber trotzdem fair. Und was habe ich als nächstes gekauft? Resident Evil oder Biohazard Code Veronica. Dieser wunderschönen Edition. Inhaltlich ist das Spiel komplett mit unserem identisch. Im Schuber ist eine schöne Disc hier mit Code Veronica. Mit dem normalen Cover, was wir auch haben bei uns. Das ist natürlich die japanische Fassung. Sehr schön eigentlich auch das Inlay, das ist eben halt ein schönes bedrucktes, ja, eine Disc hat eine bedrucktes, dann eben halt auch ein Booklet, richtig gut, also ist aber auch mit unserem identisch, also da kann man nicht viel sagen, mit Bildern, Tipps und Tricks sozusagen, die Steuerung und so weiter, das ist das Ganze. Und dann auch das 2, auch richtig schön bedruckt, gefällt mir richtig gut. Und das ist auch in einem Traumzustand, alles sehr, sehr cool. Ja, hier hinten gucke ich gerade. Nee, das ist nichts. Das ist nur so eine kleine Verfärbung oder komische, bisschen raue Fläche, aber es ist alles top. Wie gesagt, die Hülle, sehr, sehr schöner Zustand. Und das gab es für 50 Euro, aber nicht alleine. Mit dabei waren noch zwei weitere Teile dazu, und zwar einmal dieses Biohazard Code Veronica Buch. Das einzeln kostet auch schon richtig viel. Das ist also viele Hintergrundinformationen, wie man spielt, Tipps und Tricks, die Werte der einzelnen Waffen, also Analysen. Hier sind auch die Karten, wo alle Gegenstände sind. Also ich kann hier wirklich gucken, und hier wird dann der Gegenstand eingesammelt. Hier und da liegt das, und hier sind die und die Gegner, also wirklich das Ganze. Richtig cooles Buch. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Hier ist auch eine Karte drin, das fand ich richtig cool. Und zwar genau das, was auch hier im Buch ist, habe ich hier nochmal. Und Resident Evil, diese Karte dabei. Mit den ganzen Räumlichkeiten. Auch richtig cool. So,
Sowas würde ich gerne im Deutschen auch haben, in der Art viel mehr. Gibt es schon, es gibt Lösungsbücher, die haben auch Karten drin, aber das finde ich schon ein bisschen klassischer. Ja, wie gesagt, dieses schöne Büchlein gab es dazu. Einzeln wird das auch teuer gehandelt. Legen wir die Resident Evil Sachen doch hier unten hin. Und damit hatte sich das sogar noch nicht, denn es gab noch dieses Resident Evil Teil dabei. Richtig schön, eine kleine Box. Und wenn man sie aufklappt, ist da eine Metallkarte drin. Und diese Metallkarte hat hinten auch die Rockford Prison Nummer von, ich glaube, das ist ja dann die von Steve. Ne? Not for sale steht hier noch von Capcom. Das ist auch so ein Gimmick, das dabei ist. Und ich habe dafür jetzt, wie gesagt, wollte mal 50 Euro haben. Wenn man das bestellen will, ja, japanische Sachen sind nicht immer so gefragt. Das ist so der andere Punkt dabei. Das sehr allgemein, sehr leicht oder schwerer geht die zu. Wer es aus Japan bestellt, bezahlt so knapp 100 Euro. Das heißt, ich habe wirklich einen Schnabber gemacht bei den ganzen japanischen Teilen. Und ja, es ist mehr für die Sammlung, logischerweise. Ansonsten sehr, sehr schön und ich frage mich, was sagt ihr dazu? Ist es richtig cool, also richtig klasse. Gut, mache ich weiter. Was gibt es noch zu finden? Ich habe dann noch für 4 Euro mitgenommen. Das war, glaube ich, die Vorbestellerbox von Sonic Frontier. Dieses Steelbook. Da drin ist leider gar nichts. Wollte man erst 5 haben. Ich habe es auf 4 runtergehandelt und da ist Sonic drauf. Mir gefällt es ganz gut. Ja. Mehr kann man auch dazu gar nichts sagen. Gut. Dann hat mein Bruder 3 Mangas mitgenommen für einen 10er. Und ja, Suikoden 3 von Tokyo Pop. In Englisch, gibt es nicht in Deutsch. 3 Stück. Aber mein Bruder ist ein bisschen traurig darüber, denn er hat nachgeguckt. Es gibt 11 Bände und die werden echt teuer gehandelt. Von 5 Euro bis 200 Euro. Also einige Bände sind ganz, ganz schwer zu finden. Und wenn man die Serie in Englisch komplett lesen möchte, das ist eine riesen Suche, kann man ganz wirklich sagen. Eine große Suche. Ja, das macht das natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze dann zu vervollständigen. Aber was soll's, vielleicht, wer sucht, wer findet, das ist mein Bruder noch am Überlegen, ob er da wirklich weiter sammelt. Ja, was gab's da weiter? Dann hat mein Bruder ein 3DS-Spiel gefunden, was ihm noch fehlte, hat dafür 35 Euro bezahlt, ist noch sealed. Und zwar Mario Luigi Superstar Saga und Bowsers Schergen. Richtig cool. Auch richtig, richtig cooles Teil. Ja, ich kenne das Spiel so nicht, aber sieht cool aus. Macht sich sicherlich auch cool. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Na, aber für 35 Euro, es geht so um die 50 Euro weg, das geht auch. So, dann habe ich meinem Bruder etwas gekauft, das habe ich ihm geschenkt. Ich habe euch das auch, glaube ich, schon mal am Pickup gezeigt, aber es war hier zum unschlagbaren Kurs und in einem sehr guten Zustand. Und mein Bruder hat es ist so ein Spiel, wo man sagt, das habe ich in meiner persönlichen Sammlung und mein Bruder auch in seiner Sammlung, weil wir das Spiel auch gerne gespielt haben, ist von Capcom. Ist schon mal ein kleiner Tipp für die Xbox, die klassische Xbox. Na, vielleicht fällt es anderen ein. Und es war, wie gesagt, sehr guter Zustand. Man wollte 6 Euro haben. War auch genau von meinem Nachbarn, also mit der links zu mir war, da hatte einen Tisch da, der hat seine kleinen Privatsachen verkauft. Das war so viel, dass er das am Ende hatte 2 Kisten mitgebracht, die hat er so getragen und am Ende hat er eine Kiste rausgetragen. Aber es ist eben halt so, wenn du ein paar Super Nintendo in Boxen hast und so ein paar Spiele, hat ein paar teure gehabt, die hat er jetzt nicht losgeworden, aber ging schnell, wie gesagt, und ich sah dann dieses eine Spiel dann noch liegen, es war aber auch schon etwas später im Verlauf der Börse. Und er wollte 6 Euro dafür haben, was ein fairer Kurs ist. Ich habe dafür, glaube ich, knapp einen 10er bezahlt, als ich es mir über eBay Kleinanzeigen bestellt habe und auch im sehr guten Zustand. Und wie gesagt, mein Bruder hat das in schlechten Zustand seiner Sammlung und da habe ich gedacht, komm, kann man noch mal zulangen. Gerade bei dem Game 5 Euro runtergehandelt auf 5 Euro, wollte fair bleiben. Es handelt sich um Onimusha oder Genma Onimusha. Die Xbox-Variante, die ist etwas besser in der Grafik gewesen als die PlayStation 2 Version. Ansonsten ist auch die PlayStation 4, die Remastered-Version, die ist auf jeden Fall mit den Bonusinhalten, weil hier sind noch einige Sachen
erweitert gewesen. Hier steht auch in dem Sinne drauf, ein völlig neues Spiel für die Xbox mit neuen Funktionen, neuen Figuren und neuen Waffen. Und genau das ist auch auf der PlayStation 4 Version dann drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, für 5 Euro habe ich das nochmal mitgenommen. Mein Bruder freut sich. Ja, bevor es retro-lastiger geht, wir nähern uns dem Retro, noch ein Spiel, was uns auch in der Sammlung gefehlt hat, für die PlayStation 3. Gerade weil wir festgestellt haben, durch die Judgment-Reihe und Lost Judgment, dass die Serie ja, von dieser Schmiede immer besser ist. Und wir haben dann ja auch Like a Dragon gespielt und wir wollen auch mit der Yakuza-Reihe anfangen. Und die Yakuza-Reihe, da haben wir nicht alle Spiele wirklich und uns fehlte noch Yakuza 4. Gab es für 30 Euro, lag da erst, glaube ich, über 40 Euro und das war meinem Bruder dann zu teuer. Hat er dann später abgewartet und am Ende der Börse haben wir es noch für knappe, gute 30 Euro mitgenommen. Ist auch seltener zu finden. In dem Zustand auch im Steelbook. Man kann hier so sehen, schöne Drachenmotive auf dem Steelbook. Ansonsten ist da jetzt nichts weiter Specialmäßiges dabei, aber richtig cooles Teil. Kann man wirklich nicht anders sagen. So, jetzt wird es wirklich retro-lastig. Es gab einen Händler, der hatte sehr viele Big Boxen von klassischen Spielen, auch viele Amiga-Games und so weiter. Und da ist mein Bruder stöbern gegangen und hat dann als erstes für 40 was ausgeschrieben. Ja, mein Bruder hat dann noch ein anderes Spiel für 20 mitgenommen, was ich gleich zeige. Und er hat das auf 55 runter gehandelt, genau. Und zwar handelt es sich um einen Amiga-Klassiker Megalomania. Richtig cooles Teil, richtig schön. Und ja, mein Bruder hat das sehr gerne gespielt, auch ich mit meinem Bruder. Es ist so ein bisschen ja, wie Populus auch gewesen in dem Style. Man hat so ein Menü, man hat eben halt ja, so Welten aufbauen müssen, wo man sich so ein bisschen gegenseitig bekämpft. Verschiedenen Epochen bzw. mit verschiedenen Methoden. Ja, und hier sieht man ja drauf, auch auf dem Cover, ein Steinzeitmenschen, der in einem Doppeldecker fliegt. Richtig cool. Lass dich verzaubern. Digitalisierte Sprachausgabe komplett in Deutsch. Ja, richtig cool. Was ist da drin? Eigentlich gar nicht so viel, aber es ist auch manchmal die Sachen der Zeit. Im Endeffekt haben wir hier das Handbuch. Das ist schwarz-weiß gehalten. Und zwei wunderbare Disketten mit dem Titel drauf. Richtig cool und ganz einfach eigentlich. Spiel wirklich, was in die Sammlung gehörte. Mein Bruder wollte es schon mal haben. Wir hatten es schon mal irgendwo gefunden, aber da war die Box so kaputt, dass man das nicht mitnehmen wollte. Hier ist die Box sehr schön und somit haben wir das in der Sammlung jetzt. Ebenfalls in der Sammlung, eben halt das für 20 Euro, gab es noch etwas für den C64, was mein Bruder mitgenommen hat. Und zwar war das so ein Double Pack. Es ist sogar noch verschweißt. Und zwar auch mit eins meiner ja, Lieblingsspiele, will ich nicht sagen, weil das Spiel ist nicht so gut, aber einer meiner Lieblingsfiguren. Und zwar handelt es sich um Tintin on the Moon auf Datasette. Richtig cool. Es ist, ihr seht, es ist noch sealed. Aber das gab es im Bundle mit Steer Crazy oder ja, Steer Crazy heißt das Spiel, featuring Bobo. Es wird auch unter dem Titel Bobo einfach vertrieben. Von Infogrames beide Spiele. Bobo ist auch eine Comicfigur wie Tim Struppi im ebenfalls. Und das Spiel selbst ist ja so eine Minigames-Sammlung. Bobo ist eine Gefängnisinsasse und versucht auszubrechen oder ähnliche Sachen zu machen. Richtig cool. Die C64-Version ist vielleicht auch nicht die Grafik hübscheste. Ich glaube, wir haben es mehr auf dem Amiga gespielt. Als mit Bobo muss man verschiedenste Missionen machen, sei es nun, wenn man schlafen will, seine Kameraden ein bisschen beruhigen, dass man, dass nicht keiner schnarcht. Oder man muss ja, mit dem Trampolin da Leute sozusagen zu befreien, sozusagen die fallen runter und muss in dem Sinne was machen und ich glaube Kartoffelschälen oder irgendwas. Also, ein bisschen crazy das Spiel. Ich versuche mal ein paar Bildszenen einzublenden. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ein Spiel unserer Zeit, unserer Jugend zur Zeit, kann man so sagen. Und ja, für den Kurs hat mein Bruder gesagt, nimm das mit. Ja, dann komme ich schon zu dem letzten Teil, was ich gefunden habe.
auch für meine Sammlung gedacht. Ich habe es noch in der Tüte. Ich packe es einfach mal aus. Vorhin schon machen sollen. Tüte weg. Und zwar handelt es sich um die Big Box von Siberia. Richtig schöne Big Box. Das Spiel in der Big, oder sagen wir mal so, das Spiel findet man sehr häufig. Auch die Disketten sind auf jedem Flohmarkt zu finden. Ich habe jetzt, es war mit 15 Euro angeschlagen, ich habe 13 bezahlt. Das ist ein guter Kurs, weil ich hätte es verkleinert zeigen, ungefähr bis zu 20 Euro bekommen. Oder bezahlen müssen, wenn ich es jetzt gefunden hätte. Ich wollte die Big Box wieder haben, ich habe sie schon mal besessen, habe sie aber damals bei einem Freundesgefallen eingetauscht, als mir Siberia noch nicht, ich eigentlich den Siberia noch gar nicht gespielt habe. Es ist ein sehr cooles Fantasy-Adventure, ja, kann man sagen, sehr abgedreht, so ein bisschen mit Mechaniken, so mit Automaten, Roboter, also keine Roboter, sondern Automatenwesen und Automatenwelten. Richtig cool inszeniert, tolle Geschichte, sehr spannend. Gibt es ja mittlerweile auch als Remaster und so weiter für jede Konsole, aber das ist damals das Original. Die Big Box bietet nicht viel, innen drin wirklich nur die ganz normale Doppel-CD, aber überraschenderweise hat man noch reingepackt Teil 2, auch in der Box sozusagen, oder in dieser CD, das ist wirklich nur eine ganz normale CD. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr Besonderes ist. Covers, ja gut, die Cover sind mit so einer Landschaft bedruckt, also in dem Sinne wirklich gar nichts Besonderes sonst. Jedenfalls wollte ich die Big Box haben. Ich habe sie jetzt gesehen, habe gedacht, komm, für den Preis nimmst du mit. Und ja, habe mich gefreut im Endeffekt, dass ich die jetzt habe, weil, ja, finde man selten. Ich finde sie sehr, sehr schön. Das ist richtig schön gelungen. Also, ja, was kann ich dazu noch sagen? Das waren eigentlich alle Mitnahmen, die wir von der Retro-Börse hatten. Das, was wir dann in Ständen gefunden haben und, ja, dann ist noch etwas passiert, was häufiger passiert auf den Retro-Börsen, man wird ja auch mal angesprochen, kauft die auch an. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, auf Flohmärkten habe ich auch schon erlebt, aber da ich meistens auf Flohmärkten nicht verkaufe, merkt man es nicht ganz so, aber auf Retro-Börsen habe ich das schon öfter gehabt, dann kommen die entweder mit einem PlayStation 2 Spiele, kaufst du Spiele an, dann guckst du nach und dann siehst du da FIFA 5-mal und 3-mal irgendwelche Autorennen, wo ich denke, okay, braucht die Welt nicht. Jedenfalls brauche ich sie nicht und bringt auch nichts, selbst wenn ich verkaufe ja meine Sammlung oder Teile aus meiner Sammlung, um mir wieder was refinanzieren. Und ich bringt ja nichts, Dinge zu verkaufen, nur um dem einen Gefallen zu tun, aber ich belager sie nur. Deswegen ist man manchmal sehr, sehr vorsichtig und ich weiß nicht, wie viele er gefragt hat oder ob er zufälligerweise nur bei uns gefragt hat. Auf jeden Fall fragte mein Bruder und mein Bruder sagte, ja, ich kaufe auch an. Es kommt aber drauf an. Also es muss dann schon was zu die Sammlung passend sein. Gut, und wie gesagt, es ging um PC, ob er PC-Spiele ankauft. Und da sind die meisten natürlich ein bisschen skeptisch. PC-Spiele sagen die meisten nein. So, hätten wir gucken sollen. Genauso hat es mein Bruder gesagt. Er dachte aber auch erst, es sind diese Standard-PC-Spiele im Endeffekt so wie ganz normal in diesen Jewel-Cases und so weiter, wo man gedacht hat, ja, 0815, Steam Spiele oder so. Ja, und dann guckt mein Bruder auf die Fotos und staunt nicht schlecht. Das sind zwei Spieleklassiker gewesen. Und er wollte zusammen für diese zwei Big Boxen 30 Euro haben. Und ich kann euch sagen, ja, das war günstig. Das war ein Schnapper für diese Art. Die beiden Spiele habe ich mir mal gekauft, bevor ich sie zeige, und zu einem Kurs von je 40 Euro. Das war ein Standardpreis, den ich gekauft habe bei eBay Kleinanzeigen, ich sag mal mit Versand, kann man sagen. Und inzwischen gehen die Spiele für das Doppelte weg. Also unter 80 Euro findet man die Lose gar nicht. Ja, gerade diese Teile. Und auch sind auch sehr begehrt, haben ganz kleine Macken, aber ansonsten sind die in super Zustand. Inhaltlich alles top. Und zwar waren das zwei King's Quest Spiele für den PC. Richtig cool. Also manchmal muss man sagen, lasst ihr euch Fotos zeigen, guckt euch das an, wenn ihr gerade sammelt. Man weiß nie, was man bekommt. Und diese King's Quest Teile sind richtig klasse. Das sind die PC-Versionen. Auch wenn hier unten die Sticker weggemacht wurden. Hier waren so Sticker drauf, offiziell. Die sagten irgendwie Amiga, Atari ST oder PC. Auf jeden Fall richtig tolle Games. Auch in einem sehr guten Zustand. Fast eben halt, ja, eigentlich kaum Macken,
Ich zeige euch das hier kurz mal. Hier haben wir King's Quest 1, Quest for the Crown. Richtig schönes Artwork. Auch hinten Spieleszenen und ihr seht, es ist ganz simpel. Es ist ein Text-Adventure oder ein Grafik-Adventure. Ihr lauft mit der Figur rum. In diesem Fall lauft ihr mit König Graham rum und müsst Aufgaben erfüllen. Das Spiel ist nicht so lang, wenn man es kennt. Ich glaube, man kann es in einer knappen Stunde, anderthalb Stunde durchspielen. Man hat aber nicht wie Monkey Island oder so Icons, sondern man muss mit der Tastatur Text eingeben. Also die Spielfigur selbst kann man mit der Tastatur steuern, bewegen, hin und her laufen lassen. Das kann man zum Beispiel mit den Pfeiltasten machen oder mit dem entsprechenden Tastaturteil. Ansonsten muss man sagen, schau dich um, oder in Englisch wohlgemerkt, nimm dies auf, benutze das mit dem, öffne Tür und so weiter. Das muss man schreiben. Ob man es richtig macht, merkt man auch, dass man durch Punkte bekommt. Das ist ein Punktesystem, was oben eingeblendet wird, um so ein bisschen die Richtung vorzuweisen. Auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel, sehr guter Zustand. Sonst, abgesehen von diesem Aufkleber, der hier sozusagen fehlt, und hier ist dadurch ein bisschen Lack abgegangen. Kann sein, dass sich das gelöst hat durch die Zeit. Ansonsten ist die Box schön gerade, nicht verfärbt und sonst was. Richtig top. Und wie gesagt, geht bis zu 80 Euro derzeit auch weg. Und als zweites, den zweiten Teil, Romancing the Throne. Hier muss man als König Graham sozusagen eine Prinzessin suchen für sich. Ich sehe hier ganz leicht Sonnenverfärbung, aber ganz, ganz leicht, wenn ich das hier auch in meinem Licht sehe. Unten der Aufkleber weg, aber sonst ein Top. Und hier ist eine kleine Ecke eingedrückt, hier unten. Das fällt nicht auf, ist nicht ein schönes Motiv. Kein Sticker auf dem Motiv, das macht es auch aus. Hinten auch, die Grafik ist gleich geblieben. Es ist auch relativ schnell nach dem ersten Teil rausgekommen. Ja, richtig cool. Und ihr seht, es ist ein einfacher Zustand. Es gibt da nur ein Handbuch, es gibt eine Diskette. Das war noch vor der CD. Richtig cool. Ja, gefällt mir sehr gut. Und mein Bruder hat echt einen Schnapper gelandet. Wenn ich sie, also selbst da ich sie mal in meiner eigenen Sammlung habe, mein Bruder hat immer auch, ganz eifersüchtig darauf geschielt. Ich hätte es auch angekauft. Das sind Klassiker, die findet man nicht alle Tage und kosten sonst auch ein Heidengeld. Und für 30 Euro, 15 Euro pro Spiel ein echter Schnapper. So, und das war's auch. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Das war Sascha on Tour auf der Retro Gamescom in Soltau. Ansonsten liken, teilen, abonnieren und ja, kommentieren. Redet mit mir, wart ihr auch dort? Haben wir uns gesehen, haben wir uns gesprochen und hat euch das gefallen? Ich grüße alle, mit denen ich mich unterhalten habe, den Bernd, den Vierrad und alle weiteren, die ich auch vielleicht auf der Polaris wiedersehen werde. Und ja, das soll es gewesen sein. Ne? Noch ein kleiner Überblick und macht's gut, bis zum nächsten Mal.